Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Mein Name ist total unwichtig von Next Gen Games. Und wir befinden uns hier mal wieder auf Freifurt Version 4, diesmal für OMSI 2. Wir werden jetzt eine kleine Runde nach Mosbach fahren auf der Linie 65. Das Ganze, wie gewünscht, mit dem Design X nochmal bei Tage. Da gab es ja den ein oder anderen Userwunsch bei YouTube oder auch per PN. Und ja, gleichzeitig möchte ich dem Herrn VK Öl hier nochmal sein gewünschtes Repaint vorstellen für die Map. Ist im Prinzip ja, wie du weißt, lieber VK Öl, angelehnt an den Citaro von Alter. Und ja, ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen zu übernehmen, habe an der Front noch ein bisschen was gearbeitet. Und ja, man sieht hier auch, der Fußboden wurde dementsprechend auch angepasst auf die Farbe mit etwas grünlich. Finde ich auch mal ganz schön, ist nicht diese Standardgrau. So, jetzt kommen wir aber zur Route 65. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal ins Cockpit und mache den Bus an, damit ich jetzt direkt schauen kann, welche Route wir einstellen, beziehungsweise ich muss ja erstmal den Fahrplan gerade starten. Mosbach. Zopp. 12.33 Uhr. Haut das noch hin? Nee, es haut nicht hin, verdammt. Ja. Dann nehmen wir halt 13.03 Uhr. So. 13.03 Uhr geht's los. Das heißt, ich gehe auf 13 Uhr. Und 2.00. So, dann stellen wir noch gerade die Linie ein. Jawohl, stimmt sogar, wunderbar. Hilfsfeilchen brauche ich noch welche. Lenkrad ist kalibriert, passt auch. Tracker brauche ich noch. Hallo, warum geht der denn jetzt nicht? Hallo Tracker? Ah, jetzt. So. Ja, du willst mit, ich sehe schon. Dann komm mal rein. Keine Fahrkarte? Dann lässt es halt. Ja, jetzt müssen wir noch einen Moment warten. Aber da. Ja, war nur Fernlicht. Ja, gibt es irgendwas Neues, was den Bus angeht? Nicht wirklich. Ich habe jetzt nochmal die Line City Sounds von Morphe eingebaut. Ich glaube, so klingt er etwas besser als mit dem NL202 oder Solaris Sound. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Wie gesagt, einfach mal abwarten. Ich halte euch da sowieso immer mal auf dem neuesten Stand. Also wir werden jetzt nicht nur Design X die ganze Zeit fahren, aber ich denke mal, es wird das ein oder andere Let's Play damit geben. Hin und wieder auch mal mit einem Update. Schauen wir einfach mal. Ja, beim nächsten Let's Play hatte ich mir jetzt schon überlegt, wir könnten ja eigentlich dann mal mit dem Icarus Gelenkbus fahren, der jetzt erschienen ist. Ich bin ja eigentlich nicht so der Icarus-Fan, das wisst ihr, denke ich. Aber ja, es ist mal ein bisschen was anderes. Erfurter Straße, Stettiner Park. Als immer nur mit den gleichen Bussen zu fahren. Ja, das war jetzt das Schild. Herr VK Öl, müssen Sie eigentlich immer so eng Ihre ZOBs bauen? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen. Nein, aber ich würde wirklich vorschlagen, den nächsten Stop etwas übersichtlicher auch zu bauen. Ich meine, das war jetzt eben wirklich meine Schuld. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders ausholen müssen, aber naja, sei es drum. Schilder sind ja jetzt nicht so teuer, dass man die nicht ersetzen könnte. Ja, ich weiß, das war wieder arg stark gebremst. Ist halt auch so, wie es ist. So, lassen wir ihn mal rollen. Ich
glaube, die Ampel und ich, wir werden trotzdem keine Freunde. Oh, wir werden doch Freunde. Sie wird grün, Wahnsinn. Geh weg da. Jetzt bin ich auf den Warnblinker gekommen, toll. So. Janine. Hallo, Janine. Hallo. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, hast eine bald. Tageskarte heißt das dann? Ja, du bist ja richtig klug. Oh Mann. So. Na komm, Tür geht zu. Tür geht zu. Brav. Nein. Warum ist eigentlich die Nebelschlussleuchte an? Jetzt weiß ich auch, warum eben schon wieder dieser Render-Vorgang gestartet hat vor dem Video. Ja, dann bleibt's jetzt halt an. Ich mach's jetzt nicht aus. Stettiner Park. Wobei, ich kann sie ja sogar ausmachen. Das machen wir jetzt gleich mal. Weil wir haben ja sogar einen Schalter für die Nebelschlussleuchte, fällt mir gerade ein. So. Falls ihr euch übrigens fragt, wie ich wissen kann, ob die Nebelschlussleuchte an ist, dann schaut mal im Display, da ist nämlich was Gelbes. So, dann machen wir das gerade mal fix. Hallo. Nebelschluss. Warte mal, wo war sie denn? Ich blamier mich gerade ohne Ende. Das ist toll hier, mit dem Tracker sehe ich gerade überhaupt gar nichts, Leute. Ich muss mal gerade... so, Tracker aus jetzt aber. Die Nebelschlussleuchte, wo ist sie denn? Hä? Hatte ich die nicht verbaut? Mir war, als hätte ich sie verbaut gehabt. Da ist sie doch. So. Jawohl. Und da ist sie aus, wie ihr sehen könnt. So. War da jetzt eigentlich Money? Nee. Ich brauche meinen Tracker wieder. Brav. So. Grün. Wunderbar. Warum fahren hier eigentlich VW Golf rum? Koloniestraße, Holocaust-Denkmal. Also VW Golf 1. Jetzt, ich frage mich gerade, waren die bei OMSI 2 dabei? Oder ist das irgendwie ein... Add-on, was bei der Card hier dabei ist. Hm. Koloniestraße? Ja. Das kommt hin. Es will aber keiner raus und keiner mit. Da fahren wir direkt weiter. So. Bulli, bist du des Wahnsinns? Etwas durchgedreht, oder was? So. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich manuell weiterschalten. Oh. Halt jetzt hier an, mir wird kotzübel. Das ist ja widerlich. Ja. Mann, wo haben Sie denn Ihren Fahrrad? Wäre ich jetzt kollidiert, wäre es auch wieder nichts gewesen. So. Dann steig halt aus und maul nicht rum hier. Tschüss. Jetzt bleibt er sogar sitzen, oder was? Nee, er ist ausgestiegen. Naja. So. Weiter geht's. Kaltenfeld. Ja, die Route ist ja eigentlich... recht kurz und vor allen Dingen auch recht gemütlich zu fahren. Man muss nicht so auf die Tube drücken, kann sich Zeit lassen, kann trotzdem irgendwas im Kreisel mitnehmen, wenn man nicht fahren kann. Ist alles denkbar hier auf der Route. Oh Mann, ich hasse Kreisverkehre. Es gibt nichts Schlimmeres. So. Ja, wer mich ärgern will, baue eine Karte nur mit Kreisverkehr. Dann seid ihr mich ganz schnell los. Will wieder keiner mit und keiner raus. Ist eine ruhige Fahrt hier. Adlersee.
Ja. Der Adlersee. Wenn einer schwimmen gehen will, drücke er bitte den Stockknopf. Wenn nicht, dann nicht. Ach, Leute. Ich war letzte Nacht, war ich definitiv zu lange wach und habe irgendwie zu lange an meinem Modellbausatz gebaut. Ja, ich baue nicht nur Bus, ob man es glaube oder nicht. Wieder keiner raus und keiner mit. Sondern ich habe ja auch noch ein Zweithobby, es nennt sich Modellbau. Da baue ich mir gerade einen LKW zusammen. Moosbach Endhaltestelle. Es nennt sich RC-Modellbau. Ja, macht auch viel Spaß, so richtig mit Sound und Licht. Braucht halt seine Zeit. Man muss auch schon ein bisschen technisch begabt sein, um es zu können. Deswegen dauert es bei mir wahrscheinlich so lange, weil ich keine Ahnung von nichts habe. Oh. Ich hasse diesen Bahnübergang. Aber. Aber fahren wir mal vernünftig. Sag mal. Aber naja. Hobbys halt nicht. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch zurückfahren, aber ich glaube, für ein kleines Präsentationsvideo bei Tage. Oh, er hat aber doch schon ein recht gutes Bremspotenzial hier. Ich glaube, für eine reine Fahrt bei Tage, rein präsentativ gesehen, sollte das Video eigentlich ausreichend sein. Wie gesagt, ich will hier nicht übertreiben, was das Drehen von Videos mit dem Bus angeht, weil ich denke einfach mal, das ist viel spannender zu warten, was da jetzt noch so sich ergibt. Und ja, ihr werdet dann auch, denke ich mal, irgendwann das Ergebnis bekommen. So. Ja, wir wären da. Nee, die lassen wir zu. Oh, Moment. Stopp. Ich hätte ja eigentlich da hinten halten müssen. Egal. Sie sind ja ausgestiegen. Sie steigen sogar gleich wieder hinzu. Guck an. Oder fahren wir doch noch zurück. Aber ich weiß nicht, Renate am Steuer, das ist so... Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das geht schief. Ich will, dass der Bus kaputt geht. Das ist... Nee. Also, ich würde mal vorschlagen, dass wir es heute erstmal bei dem Video hier belassen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, ein bisschen Spaß gemacht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann alsbald schon im nächsten Video. Wenn ihr möchtet, wahrscheinlich dann wieder mit einem anderen Bus, nämlich dem Icarus oder ähnlichem. Macht's derweil gut. Euer Andi. Tschüss.